Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück beim Randomizer von Twilight Princess. Geht wieder weiter. Wir sind im Kumula über den Wolken und haben im letzten Part den Mini-Boss erledigt. So, jetzt müssen wir uns mit der ganzen Brigage hier wieder nach oben ziehen. Das ist zumindest der offizielle Weg. Warte mal, wie komme ich denn jetzt hier? Ach da. Hier ist ein Stückchen, woran ich mich festhalten kann. Ja, das war toll. Falsche Seite. Falsche Seite. So. Auf ein neues. Komme ich da überhaupt hoch? Boah, gerade ein bisschen Frame-Einbrüche. Was ist denn da los? Warte mal, ich muss mich mal woanders ranziehen. Das ist ja eklig hier. Warte mal, ist hier... Ne. Wollte gerade sagen, ist hier noch irgendwo so ein Ballon? Muss ich hier ein bisschen mehr außen oder muss ich doch zu dem anderen? Ist jetzt der Blickwinkel ein bisschen besser? Ah, ist eklig. Ich gehe mal so. Und dann... Ja, das sieht doch besser aus. Ja, jetzt müssen wir uns halt das ganze Grün hier wieder hochziehen, ne? Okay. So, erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Ah, Prost. So, bin mal gespannt, wie wir so Kumula beenden werden. Wir haben alle Möglichkeiten offen. Hallo, Fledermaus. Das ist... Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie findet ihr Kumula? Von der Aufmachung her ist das ziemlich gut gemacht. Muss man schon sagen. Aber ich bin halt echt kein Fan von diesen... Ich hänge die ganze Zeit in der Luft und werde die ganze Zeit irgendwo runtergeweht. Ist für mich auch eher einer der unbeliebteren Tempel. Sogar der Wassertempel ist hier meiner Meinung nach besser. So, da an diesem Ballon müssen wir, glaube ich, mal ran. So. Genau. Dann. Fledermaus? Fledermaus? Fledermaus will nichts von mir. Oder? Ne, die fährt immer wieder um. Ich hätte sie trotzdem gerne los. So, kann ich mich jetzt hier einfach runterlassen und dann... Genau, da kann ich dann rein. So sollte das funktionieren. Dann geht die Tür gleich wieder hinter mir zu, ja. Okay, ich hoffe in dem Raum hier... Da oben ist halt noch was. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich muss da nicht nochmal weiter hoch. Aber ich glaube eher, wir gehen jetzt in den Raum rein. Und dann ziehen wir uns hier nach oben, oder? Das ist auch auf jeden Fall so der letzte Raum auf der rechten Seite, wo noch eine Schatzkiste beherbergt ist. Okay, ja genau. Es scheint mir so, als ob wir uns hier nach oben ziehen. Und das Gute ist, man kann hier halt auch anvisieren einfach. Das macht es wesentlich einfacher. So, zack. Geilo. Und da ist die Schatzkiste. Ah, 20 Rubine. Ja, das fängt ja gut an, diese Folge. Also ich denke, man könnte das auch schaffen, indem man das anvisiert, also selber anvisiert, manuell, aber man ist dann natürlich nicht so schnell. Und könnte passieren, dass es runterfällt. Das haben die als kleine Hilfe auf jeden Fall eingebaut, dass du da die Dinge anvisieren kannst. Was ja normalerweise sonst nicht so der Fall ist. Okay, wir kommen wieder nach draußen. Und... Ja, ich glaube, wir bereiten uns jetzt erstmal auf den Rückweg vor, ne? Ich muss mich da ranziehen. Kann ich die einfach runterschnipsen? Geht das? Ja. Hinziehen, runterlassen, runterschnipsen. Oh. Das war bad. Ich glaube, ich soll die mit einem Pfeil und Bogen runterschießen. Ich glaube, da sind wir auf der sichereren Variante. Bogen. Oh, ich habe so viele Bomben. Schön. So, guck mal. Zack, zack. Rabadarab. Hä? War doch gerade gelb geblinkt, oder nicht? Bin ich doof? So. Ja, so ganz leicht halt, ne? So ganz leicht hat's geblinkt. So, ich hoffe, ich komme von hier jetzt ans Grüne dran.
an die Ranken. Perfekt. So, und jetzt müssten wir wieder... Wir waren hier, glaube ich, schon mal. Ich glaube schon. Genau. Von hier aus sind wir quasi losgegangen. Auf die rechte Seite. Und haben uns hier jetzt quasi den Fanghaken geholt, den doppelten. Das war jetzt eigentlich das ganze Ziel dahinter. Und damit haben wir jetzt auch offiziell die gesamte rechte Seite abgeschlossen. Und gucken nochmal auf die Karte. So, genau. Das andere befindet sich jetzt alles auf der linken Seite, beziehungsweise dann hier über uns. Das sollte aber so passen. Hoffe ich. Ja, man kann jetzt halt noch die Ventilatoren irgendwie ausschalten oder anmachen. Weiß aber nicht, ob das jetzt schon eine Rolle spielt. Und da hoch kann man ja auch noch. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Ja, guck mal. Hier kann ich auf jeden Fall nochmal mit einem Kreisel arbeiten. Was immer ich auch machen muss. Nee, kann ich nicht. Hä? Hä? Oder? Nö. Hä? Okay. Ich bin verwirrt. Okay, zumindest kann ich noch nicht mit dem Kreisel arbeiten. Vielleicht passiert jetzt erstmal was. Dass die Brücke irgendwie reinfährt oder so. Ich erinnere mich nicht. Okay. Shit-Hems. Ja, da oben haben wir halt auch noch so einen Ballon. Da kommen wir dann da hoch. Glaube ich. Könnten wir jetzt auch schon machen. Ich kann mich gar nicht hier rüberziehen. Aber hier rüberziehen kann ich. So, naja, wir gehen jetzt erstmal auf der linken Seite lang und gucken mal, was da so passiert. Und versuchen ein paar Schätze abzugreifen. So. Ja, wäre schon ganz cool, wenn man so ein bisschen was... Ja, hier, von hier aus komme ich halt auch darüber. Ich weiß noch nicht, warum sollte ich darüber, wenn da ja eigentlich nichts ist. Brauche ich Eisenstiefel? So. Das war Ditte. Und hier kommen wir mal wieder in den Raum mit drei Schatzkisten. Das gefällt mir ganz gut. So. Okay, da hinten geht's gleich los. Wie kommen wir denn da hin? Gucken wir mal hier. Und dann... Können wir da hochziehen? Erste Schatzkiste, let's go. Herzteil, sehr schön. Zack. Das läuft. Okay. Was jetzt? Ich könnte mich jetzt hier runterziehen. Na, einmal so machen und dann einfach mal runterlassen. Aber hier gibt es noch mehr Schatzkisten. Guck mal da oben. Muss ich mich auf der anderen Seite wieder hochziehen? Frage. Jetzt sind wir auf einer anderen Etage. Ich hoffe, ich kann mich wieder nach oben ziehen auf der anderen Seite. Also wir müssen jetzt theoretisch erstmal wieder hoch. Ja. Das ist auch schon eine Schatzkiste. Okay, komme ich darüber? Fragen über Fragen. Warte mal. Aha. So. Wir machen so guten Schaden. Yeah. Swipe your sword, Link.
und mir weitere Geisterseele Nummer 50. Fehlen ja auch nur noch 10 Stück, ne? Okay, ich werde mich wahrscheinlich auch offscreen dann mal auf die Suche begeben, wo die letzten Geisterseelen so sind. Werde die nochmal ein bisschen abklappern. Einfach damit wir das Gedöns halt nicht mit der Suche im Let's Play drin haben. Und ich euch dann gleich sagen kann, ja, hier und hier sind noch die fehlenden Geisterseelen. Ich glaube, das ist so ganz gut. So, was sagt denn die Karte gerade? Wir müssen irgendwie wieder nach oben. Da gibt es noch Schatzkisten und dann noch weiter nach oben. Und die Frage ist... Where we go? Nach oben. Wir könnten uns daran ziehen. Ja, okay. So, für mich erstmal die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Und dann können wir da hoch. Geht das? Nee, das ist viel zu weit weg. Ich könnte mich hier runterfallen lassen. Aber nee, da war ich ja schon. Oder war ich da unten schon? Oh Gott, was ist da unten los? Es wird am Rumschleimen da. Okay, wie komme ich hier nach oben? Da ist... Nee, aber da oben waren wir ja auch schon. Aber da komme ich auch nicht lang. Hä, muss ich da runterspringen? Das ist gerade so die einzige Sache, die mir einfällt, die ich tun kann. Okay, let's go. Mir fehlt so ein bisschen die Riesenwirbelattacke. Bin ganz ehrlich. So, ja okay, da geht es auf jeden Fall weiter. I see. Und ich sehe da auch einen Schalter. Ja. So. Und wir brauchen einen Bogen. Zack. Schalter aktivieren, dann rüberziehen. Ist hier die Wiese. Ah, ne. Klar, ich brauche... warum bin ich gerade davon ausgegangen, dass ich nur mit dem Bogen auf das Ding schießen kann? Keine Ahnung. So, okay, wir sind an einer neuen Position. Kann ich? Nee. Okay, also Gitter. Diese eintönige Musik, ne? Okay, wir sind wieder da, wo es Schatzkisten gibt. Da zum Beispiel. Frage ist nur, ich springe dann hin, oder? So. Okay. Zack. Let's go. Was haben wir da? Ja, Deku-Kerne. Da freut man sich doch auch, wenn man in so einem krassen Tempel ist und dann findet man eine Schatzkiste, wo man vielleicht so seine letzte Hoffnung reinsteckt. So ein paar Kerne, oder? Ist das nicht geil? Wenn man sich so vorstellt, dass man jetzt mal Link ist. Ja, komm. Jetzt reicht's auch wieder. Okay, dann wären wir hier jetzt erstmal durch mit diesen Räumen. Wir müssen aber trotzdem noch weiter nach oben. Karte? Ich hoffe, über den nächsten Raum kommen wir noch weiter nach oben. Das wäre toll. Bisher war die Ausbeute ja nicht so clever. Okay. Komm, ich mach jetzt mal ein paar Bombenpfeile hier. Wahnsinn. Komplett eskaliert. Ich bin Meisterschütze, wusstet ihr das nicht? Nein. Ich konnte nichts machen. Zu meiner Verteidigung. Ich musste quasi dabei zusehen, wie ich gefressen werde. So. Nom nom nom.
So, das wären die hier und dann, ja. Hier gibt es wieder ordentlich was zum Hochziehen. Nein. Wo geht's denn los? Da. Das sieht aber auch so aus, als ob es wieder abstürzt, oder? Aber ich kann es diesmal nicht anvisieren. Okay. Hier gibt es auch zwei Schatzkisten. Und da drüben gibt es dann auch eine. Okay. So, holen wir uns erstmal die erste. Was auch immer das hier soll. Was hat sich der Architekt dabei gedacht? Noch eine Geisterseele. 51, sehr gut. Okay, die müsste ja runterfallen, oder? Ja. Sehr gut, liebe Pflanze, sehr gut. So, da muss ich rüberhangeln, tatsächlich. Tsch, Alter, tsch. Weggeschossen. So, zack, 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 zack. Ist auch eher so ein Element, das kommt aus Twilight Princess, ne? Dieses Hangeln. Und aus Skyward Sword, aber das kam ja später. Ich habe mich vergessen. So, was haben wir denn hier? Oh nein. Ein kalter Wind weht auf. Oh. Zum Glück schnell befreit. Okay, das hätten wir. Wir müssen aber da oben dran, oder? Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann auch diesen Dungeon hier abschließen. Finde aber, der Dungeon hier ist schon relativ groß und verwirrend. Naja, gut, es geht. Man muss halt immer hoch hinaus, ne? So, ich muss jetzt auf der linken Seite lang und muss mich dann an das Ding da oben dran ziehen. Das ist, glaube ich, mein Ziel bei der ganzen Sache. Das waren jetzt erstmal nur zwei Schatzkisten. Zack. Ich mir geholt habe. Hatte gar nichts mit irgendwas zu tun. Die sind immer so schlau, die Pflanzen. So. Und noch eine Geisterseele. Wow. Also, hier gibt es ja ordentlich Geisterseelen. Wahnsinn. So, jetzt ist die Frage. Wie komme ich... Ich habe doch eben irgendwo was Grünes gesehen. Hä? Da komme ich ja nicht ran. Also da wäre ich rangekommen, oder? Ja, ich glaube, ich hätte so, so und dann an das Grüne. Hä, jetzt war ich ja doch falsch. Shit. Nein. Oder? Ja, da ist das Grüne, aber da komme ich nicht ran. Okay, ich muss doch so rum. Bin ich doof? Ah, Mann. Auf ein neues. Wir lieben es ja. Ist auch so ein beschissener Weg. So, warum bin ich da eben nicht auf die Idee gekommen, mal hochzugucken? Man weiß es nicht. Oh, ich kann mich jetzt auch anvisieren. Also ich kann das den Ding jetzt anvisieren. So, damit wären wir oben. Was sagt denn die Karte? Wenn ich dann darüber gehe, gibt es im nächsten Raum, da sind wir glaube ich dann draußen. Da gibt es dann auch noch ein paar Schatzkisten. Okay. Dann hier jetzt, dann kann ich mich runterlassen. Und dann gibt es hier nochmal einen schönen Gegner, der wartet schon auf uns. Hi. Jetzt ein Helmspalter und schon wieder über die Brigade springen. Super Idee. Ich schmeiß ihn lieber drüber, oder? Ist viel besser. Sehr gut, ja, jetzt sind wir draußen und hier gibt es auch mal einen Haufen Schatzkisten und ich glaube auch ein paar Geisterseelen, die wir ja noch gar nicht gesammelt haben. So. So, okay, was müssen wir machen?
Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier mit so einem Ding darüber ziehen. Ja. Erstmal machen wir Angst. So. Wir müssen, glaube ich, uns fast überall fallen lassen, um die Schatzkisten zu bekommen. Weil ich glaube, da drüben ist... Ist hier nicht auch eine Schatzkiste? Nicht? Sieht so aus irgendwie. Oder ist die hier auf der anderen Seite von der Wand? Das könnte auch sein. Ja, wahrscheinlich ist er eher da. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Ja, da ist die Schatzkiste. Und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Randomizer von Twilight Princess. Dann machen wir hier weiter in Kumula. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Yay, Geld. Tschüssi.